Hornweisel ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Flug, existiert seit der 4. Spielgeneration und ist die Weiterentwicklung aus einem weiblichen Wadribi. Hornweisel ist ein bienenartiges Pokémon. Es besitzt einen gelb- und orange gefärbten Oberkörper mit schwarzen Streifen, dünnen Armen, die jeweils mit zwei scharfen Klauen bewehrt sind. Ebenfalls am Oberkörper befinden sich auch an seinem Rücken zwei verhältnismäßig kleine, durchscheinende Flügelpaare. Das Gesicht von Hornweisel besteht aus einer runden, orangenen, farbenen Basis, auf der zwei tiefroten Augen zu sehen sind. Diese Basis wird von einer Art Helm in gelber Farbe umgeben, der zwei messerscharfe Mundwerkzeuge an der Unterseite sowie der zylinderförmige Fühler an der Oberseite vereint. Und die Fühler zeichnen sich zudem durch eine Schwarzfärbung mit äußeren Enden aus. Die Stirn wird von einem länglichen Objekt mit roter Färbung besetzt, das an einen sechseckigen Rubin erinnert. An die schwarze dünne Taille schließt sich der breite Unterkörper an, der an das Hinterteil einer Biene oder Wespe angelehnt ist. Es wird durch sechseckige Waben umgeben, die an ein Kleid erinnern, und in seiner Shiny-Form ist Hornweisel hauptsächlich orange gefärbt. Und durch seine Körpergröße kann Hornweisel auch für Menschen eine Gefahr darstellen, darum ist dieses Pokémon oder bei diesem Pokémon immer Vorsicht geboten. Es greift jedoch nur selten selbst in Kämpfen ein, sondern kontrolliert seine Untergebenen mit Pheromonen, die es freisetzt. Ein Hornweisel gilt also umso mächtigere Königin, je mehr Botenstoffe es entwickelt, mein Gott. Wadribi würde sein Leben fürs Geben und im Kampf macht Hornweisel sich dies für seine einzigartigen Attacken Schlagbefehl, Blockbefehl und Heilbefehl zunutze, kann zudem aber auch beispielsweise starke Attacken wie Luftschnitt oder Juwelenkraft oder die Statusattacke Toxin einsetzen. Zudem hat es die Fähigkeit Erzwinger und Erzwinger sorgt dafür, dass es den Verbrauch der Angriffspunkte des Gegners steigert. Und die versteckte Fähigkeit ist die Anspannung und sorgt dafür, dass der Gegner durch Stress am Bärenkonsum und damit der Heilung der eigenen Kraftpunkte gehindert wird. Hornweisel lebt gemeinsam mit Wadribi in Kolonien zusammen, die gigantische Ausmaße annehmen können. In diesen hat das Pokémon die Rolle der Monarchin inne und wacht über dessen Arbeiter sowie den Nachwuchs. Entsprechend gibt es pro Stock immer nur genau einen Hornweisel. Die Larven, die sich in den Waben an Hornweisels Unterkörper befinden, werden durch seinen robusten Rumpf geschützt und von dem Honig, den die Wadribi ernten, ernährt, sodass sie ohne Probleme aufwachsen können. Nur weibliche Wadribi bekommen die Möglichkeit, später einmal ihren eigenen Schwarm zu regieren, da es nur ihnen gelingt, sich zu einem Hornweisel zu entwickeln. Dabei stellt Hornweisel den letzten Teil der Entwicklung dar und entwickelt sich aus einem weiblichen Wadribi auf Level 21. Durch die Entwicklung wird es viermal größer und siebenmal schwerer, während sich das Pokémon aus einer Bienenwabe in eine Bienenkönigin verwandelt. Hornweisel verfügt nun über klar definierte Körperpartien, wobei der Kopf am meisten davon betroffen ist, da er im Vergleich zu seiner Vorentwicklung aufwendiger gestaltet wurde. So unterstreicht sowohl die Anspielung auf einen Helm als auch das Kleid die Rollen, die dieses Pokémon einnimmt. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Kampf- und Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, allerdings auch doppelten Schaden gegen Flug-, Feuer-, Elektro- und Eisattacken, sogar vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.